Mein Morgen beginnt meistens sehr früh. Unter der Woche stehe ich zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Ich ziehe gleich Sportkleidung an, damit ich keine Ausreden mehr habe, keinen Sport zu machen. Ganz wichtig, morgens ein Glas Wasser zu trinken. Für mich besonders wichtig. Ich trinke sonst wenig Wasser. Morgens gönne ich mir ca. 15 Minuten Zeit für sportliche Aktivität. Heute entschied ich mich für Yoga. Manchmal gehe ich joggen oder mache Heat Workout. Fitness am Morgen macht mich wach und belebt meine Sinne. Diese Routine habe ich seit Sommer eingeführt und ich habe gedacht, lieber 10-15 Minuten Fitness am Morgen als gar nichts. Jetzt werde ich mir mein Matcha Latte machen. Ich trinke seit ungefähr 4 Monaten. Habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken und stattdessen trinke ich Matcha Latte. Und leider habe ich nicht dieses Bambus-Aufschäumer, ja, ich nutze das. Aber es funktioniert auch. Was ich noch gerne morgens mache, vor allem, wenn es Montagmorgen ist, ich schaue mir meinen Kalender an, was steht für die Woche an, um einfach die Termine, die jetzt anstehen, im Kopf zu haben und ein bisschen zu planen. Deswegen nutze ich die Zeit und deswegen stehe ich jetzt inzwischen so früh auf. Ich finde das einfach extrem wichtig, so ein bisschen Zeit für sich zu haben, bevor die Kinder aufwachen, ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen aufwachen, Tee genießen, in Ruhe und Gelassenheit den Tag starten. Ich hole gerade auch Frühstück. Das habe ich gestern gemacht. Overnight Oats. Ich habe das Rezept auch auf meinem Kanal. Ist ziemlich praktisch, weil man muss morgens nichts mehr machen. Es ist alles fertig. Danach bereite ich Vesper für Annabelle vor. Sie geht heute in den Kindergarten und heute bekommt sie für den Mittag Kürbissuppe. Inzwischen muss ich ihr Mittagessen, Frühstück, Obst, Gemüse, alles einpacken. Wegen Corona dürfen die nichts mehr im Kindergarten bekommen, sondern alles von zu Hause mitnehmen. Oh, und diese Woche geht Andreas auch zum ersten Mal in die Kita. Wir fangen mit der Eingewöhnung an und danach muss ich alles doppelt machen. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Um 7 ungefähr stehen sie auf. Andreas wacht auf. Die schlafen inzwischen in einem Zimmer. Das ist viel besser für Anna, weil sie mag inzwischen nicht alleine zu schlafen. Sie wacht da immer wieder auf und kam zu uns mitten in der Nacht. Und das hat ungefähr 4-5 Monate gedauert, bis wir probiert haben, die beiden in einem Zimmer schlafen zu lassen. Und das hat echt gut funktioniert. So, sie hat jetzt Kiwi, sie hat Apfel. Und ziemlich viel Brot, aber wie gesagt, die kann jetzt Brot mit der Suppe noch essen zum Mittag, falls sie möchte. So, es ist jetzt 6:45. Ich habe eigentlich nur 15 Minuten Zeit, mich fertig zu machen. Ich gehe jetzt schnell duschen, schminken und meine Morgenroutine so schnell wie möglich erledigen. So, jetzt habe ich geduscht, ich habe mich angezogen. Jetzt mache ich mich im Bad ein bisschen fertig. Durch Filmen habe ich ziemlich viel Zeit verloren. Für die Haare habe ich jetzt gar keine Zeit mehr. Deswegen gibt es Trockenshampoo. So, jetzt sind die Haare fertig. Ich hoffe, die sind nicht zu weiß. Also ich höre jetzt noch keine Kinder. Also, was ich noch ganz schnell mache morgens ist, schnell Waschbecken putzen. Also es ist jetzt eigentlich nicht putzen, sondern ganz schnell abwischen. Und Toilette. Wundert euch nicht, das mache ich jeden Tag, weil ich das Flylady-System anwende. Flylady nennt das Sweep and Swipe. Und man braucht nicht mal 5 Minuten, um das zu machen, aber deine Toilette und dein Waschbecken täglich sauber. Für Waschbecken und für die Toilette habe ich 2 verschiedene Waschlappen und das ganze Putzmittel, das ist leer, das ganze Putzmittel steht oben, damit die Kinder nicht rankommen. Jetzt sind wir im Bad fertig. Ich habe noch kein Bett gemacht. Das ist auch ein Teil von der Routine von Flylady. Bett machen, Bad fertig machen und ich starte noch Wäscheladung.
Guten Morgen. Glitzer. Guten Glitzer. Wo heißt du Glitzer? Guten Morgen. Guten Morgen. Sissi. Wie hast du geschlafen? Sissi. Wie hast du geschlafen? Sissi. Übrigens, jemand hat gefragt, wie funktioniert das mit deinem Floorbett und Schlafsack? Der kann im Schlafsack laufen. Das ist kein Problem. Zeig mal, wie du läufst. Na. Ist ein bisschen zu viel Licht hier. Hm? So, für die Wäscheladung habe ich jetzt wenig Zeit. Aber das kann ich machen, wenn ich von dem Kindergarten zurückkomme. Muss ich täglich Wäscheladung machen, sonst kommen wir einfach nicht zurecht. Ich stille noch, Andreas, deswegen werde ich ihn jetzt noch stillen. Stille ich hier. Bist du hier, Sissi? Ja. Freust du dich? Ja. Okay. Assess. Wir machen das Licht aus, oder? Das ist zu hell. Machst du das Licht aus? Bist du zufrieden jetzt? Ja, gut. Ja, Mama. Guten Morgen. Okay, wir gehen ins Bad, ja? Tick. Hallo. Du hast dich überlegt. Willst du noch ein bisschen liegen? Annabelle ist noch im Bett. Ich lasse ein bisschen liegen und ich kann Morgenroutine mit Andreas im Bad machen. Manchmal kommt sie dazu. Also eigentlich ganz oft machen wir das parallel, aber wenn sie noch schläft oder im Bett liegen bleiben möchte, dann lasse ich sie. Jeden Morgen setzen wir Andreas aufs Töpfchen. Andreas, lass uns gucken, hast du Pipi gemacht? Nix. Leider nix. Damit er länger sitzen bleibt, bekommt er ein Buch über Lotte, die genauso ihre Morgentoilette macht. Nicht jeden Morgen hat er Ergebnisse im Töpfchen, aber wir machen daraus keinen Stress und lassen das entspannt angehen. Danach macht Andreas sich fertig im Bad. Inzwischen ist Annabelle auch ins Bad gekommen und sie geht auf Toilette. In dieser Zeit wäscht Andreas sich die Hände, Gesicht und putzt die Zähne. Danach ist Annabelle dran. Ich muss immer dabei sein, damit ich beobachten kann, was sie machen, ob sie alle Schritte gemacht haben. Und unser Routine-Chart, was ich ja in einem Video erklärt habe, wie wir das gemacht haben, leistet uns eine sehr große Hilfestellung. Zähne geputzt. Pipi gemacht. Was fehlt noch? Was hast du noch nicht gemacht? Hände waschen. Spinne habe ich schon, Augen waschen. Du hast schon deine Augen gewaschen. Was fehlt noch, Annabelle? Abtrocknen. Okay, dann mach mal Hände waschen, Gesicht waschen und abtrocknen. Da muss ich mir immer wieder Zitat von Maria Montessori durch den Kopf gehen lassen. Helfen Sie nie einem Kind bei einer Aufgabe, bei der er das Gefühl hat, allein erfolgreich sein zu können. Ich muss mich manchmal richtig beherrschen, nicht einzugreifen. Natürlich, wenn ich das mache, würde es alles schneller gehen. Dafür lassen wir uns ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns Zeit zu lassen. Und die Kinder wissen, sie können diese Aufgabe selber erledigen und ich versuche nicht zu helfen, wenn sie wirklich alleine das machen wollen. Heute wollte Andrea sich überhaupt nicht anziehen, der wollte nur spielen, sich Buch anschauen, er wollte immer wieder wegrennen und in diesem Fall lasse ich ihn einfach spielen und mache die Morgenroutine weiter mit Annabelle. Die Kleidung, die wir heute anziehen, haben wir bereits gestern Abend ausgelegt. Das machen wir jeden Abend, damit wir morgens einfach schneller vorankommen. Das habe ich doch nicht, das da auch, das da ja. Was Annabelle immer wieder gerne macht, sie kommt zu ihrer Checkliste, zu ihren Karten und checkt, ob sie was ausgelassen hat, was sie noch zu tun hat. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, so einen Chart zu haben.
In der Zeit, wo Annabelle sich die Socken angezogen hat, habe ich Andreas angezogen. Jetzt war er bereit dafür und momentan ist er wirklich rigoros, sich anzukleiden. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob ihr auch solche Kinder habt, die sich nicht anziehen wollen. Momentan haben wir damit echt Schwierigkeiten. Ich helfe noch Annabelle schnell mit dem Zopf und nachdem wir hier fertig sind, gehen wir runter in die Küche. Da wartet Frühstück auf uns. Die Kinder decken den Tisch. Wenn wir noch kein fertiges Frühstück haben, würden die Kinder auch in die Zubereitung des Frühstücks involviert. Normalerweise ist es zum Beispiel Banane schneiden oder wenn es Müsli-Tag ist, dann können sie sich selbst Müsli in die Schale tun und mit Milch übergießen, je nachdem, was wir zum Frühstück haben. Oft hilft Annabelle Andreas, den Tisch zu decken, aber es ist ganz normal, der lässt es gerne zu. Und heute hat er sich für Löffel und für Gabel entschieden und wollte so frühstücken. Und dann setze ich mich zu den Kindern dazu und wir frühstücken gemeinsam. Heute haben die Haferflocken über Nacht der Annabelle so gut geschmeckt, dass sie noch zweites Glas von Papa genommen hat. Leider hat sich Papa schon Heidelbeeren reingemacht, was Annabelle nicht so gerne mag. Aber jetzt pickt sie die raus. Das war doch für Papa gedacht. Papa darf Heidelbeeren essen. Scherzkeks. Ich glaube, das Glas kann man wegstellen, oder Andreas? Ja? Willst du Wasser trinken? Möchtest du Wasser trinken? Ja, es ist leer. Mama, das ganz vorsichtig. Annabelle, Mama. Willst du es Annabelle geben? Annabelle hat schon Glas. Guck mal, dass du Wasser trinkst. An dieser Stelle würde ich den großen Dank an unser Papa aussprechen, der hat heute dieses Video gefilmt und nur deswegen ist dieses Video heute entstanden. Er hat nämlich Urlaub und konnte uns bei der Morgenroutine filmen. Nach dem Frühstück räumen die Kinder das Geschirr wieder ab und wir gehen uns anziehen. Heute nehme ich nur ein Kind mit, nämlich Annabelle, die geht ja in den Kindergarten. Normalerweise, wenn der Papa auf der Arbeit ist, muss ich natürlich zwei Kinder mitnehmen und Andreas begleitet uns auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Setzt mir den Daumen hoch, teilt dieses Video mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss, Andreas! Viel Spaß! Tschüss, Andreas! Muss ich dir? Zahne auf! Okay. Viel Spaß. Viel Spaß im Kindergarten, sagt Papa. Viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss. Toll.